Willkommen zurück zu Dying Light 2. Ich bin euer Fiorobo. Oh. Ah, so funktioniert das. Ah. Also ich laufe, drücke, halte Dreieck gedrückt und dann kann ich es so machen. Okay, cool. So, wir wollten ja eine Nebenquest fertig machen. Und zwar sollen wir die Blumen, die wir gesammelt haben, als Medizin abgeben. Frage ist halt nur eben, ist es gut oder nicht? Schauen wir mal. Okay, warte mal. Wie geht's dem Patienten? Er kommt langsam zu sich. Vielen Dank für deine Hilfe. Du kannst gehen. Warte, was geht hier vor? Du bist zu dieser Hexe gegangen, stimmt's? Dieser Margaret! Sie gab mir Kräuter, die helfen. Sie ist keine Hexe. So etwas wie Hexen gibt es nicht. Das ist Aberglaube. Aberglaube oder nicht, Hexerei ist strafbar. Bitte, beruhigt euch wieder. Was ist los? Wir verlieren ihn. Aiden, gib mir die Kräuter. Es. Ich lasse kein Hexengift an meinen Mann. Ich kann ihm eine Injektion geben, um ihn zu stabilisieren. Aber das wird nicht lange halten. Weiß sie, für wen diese Arznei ist? Sie hat seine Männer auf dem Gewissen. Dafür hätte sie hängen sollen, aber Jetmet befahl Aether, ihr die Augen auszubrennen. Was? Hast du es ihr gesagt? Sie hat dir Gift gegeben, das garantiere ich dir. Aiden, gib mir die Kräuter, verdammt! Aha. Gib mir die kleinen Blüten, ich gebe mir die großen Blüten, ich weigere mich, natürlich die Kräuter zu geben, ich frage Lauren immer per Funk. Ich mach so. Ich vertraue ihr. Wie geht es ihm? Offensichtlich war die Arznei so effektiv, wie ich gehofft hatte. Er braucht Ruhe. Wir sollten ihn alle zufrieden lassen. Ich bleibe in der Nähe. Du hast Margaret offenbar richtig eingeschätzt. Sie wollte ihn doch nicht vergiften. Ja, sieht so aus. Was wird jetzt aus ihm? Wenn alles gut verläuft, ist er bald wieder bei Bewusstsein. Und dann finden wir heraus, wer ihm das angetan hat. Das haben wir dir zu verdanken. Tja, hat sich Vertrauen nochmal ausgezahlt. Aufputschmittel Wut haben wir dafür bekommen, okay. Also wir kriegen mal... Hey, hast du den Quartiermeister irgendwo gesehen? Aiden. Matt? Was gibt's? Ich wollte Ihnen danken, ganz offiziell. Aether ist wieder auf den Beinen. Wenn Sie nicht gewesen wären, läge er immer noch im Koma. Was oder tut er denn schlimmer. Hier? Ich bin froh, dass es ihm besser geht. Ich auch. Nur er weiß, was in Old Villador passiert ist. Und dank Ihnen werde auch ich es bald wissen. Ende. Okay, warum ist jetzt hier so böse Musik? Muss ich das verstehen, warum jetzt hier so böse, böse Musik ist? So, wir haben jetzt noch die Hauptstory hier. Wir haben hier noch eine Nebenquest, Ersatzfamilie. Haben wir hier noch eine Quest? Hier drüben haben wir auch noch eine Quest. Ja, ich würde einfach sagen, wir machen jetzt die Hauptstory weiter, bis wir halt eben diesen Scheiß enthaken haben. Das werde ich alles andere hier machen können im Grunde. Würde ich jetzt sagen. Deswegen gehen wir da hoch, komm. Ja, einfach mal da, einfach mal vertrauen, ne? Ich hab vertraut und es wurde belohnt. Ja, ich wusste nur, ob ich unterschiedliche Sachen geben kann. Aiden, stehen Sie da nicht nur rum. Kommen Sie her. Okay, okay, chill. Wissen Sie, was das ist? Dieser Schlagring gehörte zuerst Commander Lucas. Dann wurde er an Aether weitergegeben. Was in Old Villador passiert ist, das darf nicht wieder geschehen. Wir müssen die Stadt retten, Aiden. Vor der Seuche, vor dem Schlechter und seinen Männern. Was auch immer sie planen. Okay, aber über Funk sagten sie, dass sie Informationen für mich haben. Ja, bevor wir uns darum kümmern, sagen Sie mal, Aiden, wofür brauchen Sie diese Datenbank? Was ist da gespeichert?
Ich suche meine Schwester. Was ist mit ihr passiert? Vor langer Zeit hat Walt sie verletzt. Er nahm sie mir weg. Und ich will, dass er mir sagt, wo sie ist. Ob sie noch immer irgendwo am Leben ist, oder... Deshalb suche ich nach der GRE-Kommandozentrale, um dort auf den Servern auf Walts Datenbank zuzugreifen. Also haben wir einen gemeinsamen Feind. Der da wäre? Walts. Das ist die rechte Hand des Schlechters. Er pumpt seine Männer voll mit Hemmstoffen. Wir können sie beide schnappen. Ich habe sie hergebracht, weil ich weiß, dass sich ein paar GRE-Wissenschaftler in der Stadt verstecken. Wir haben einen von ihnen aufgespürt. Kurz vor dem Angriff der Abtrünnigen. Klingt nicht übel. Wenn ich den Wissenschaftler finde, kriegen wir raus, was er weiß. Wenn er nutzlos ist, finden wir einen anderen. Und noch einen, bis sie die Antworten bekommen, die sie suchen. Warum verstecken sich die ehemaligen GRE-Leute? Sie fürchten den Zorn der Leute. Die Leute sind wütend, weil die GRE die Infektion verbreitet hat. Es ist also wahr, dass die GRE das Virus brachte? Wer sonst? Es heißt, auf ihren Stützpunkten haben sie Experimente durchgeführt. Sie brachten Container aus Haran, bei Nacht und Nebel, damit die Regierung nichts mitbekommt. Und dann brach alles zusammen. Aus Rache jagte man die Wissenschaftler und erhängte sie an Laternenmasten. Und tötete so die einzigen Menschen, die in der Lage waren, ein Heilmittel zu finden. Es gibt kein Heilmittel und es wird nie eins geben, Aiden. Das ist GRE-Propaganda. Also gut, was wollen Sie als Gegenleistung? Was glauben Sie, was ich will? Vielleicht das Gleiche wie Sie. Die Stadt hat wieder Strom. Die Abtrünnigen greifen an. Sie haben zum ersten Mal seit Kriegsende unsere Posten im Stadtzentrum angegriffen. Aber es haben sich auch neue Möglichkeiten für uns ergeben. Dank der Elektrizität können wir die größte Antenne im Stadtzentrum in Betrieb nehmen. Auf der Spitze des VNC-Turms. Was? Sie wollen den Schlechter per Funk besiegen? Gewissermaßen. Mit dem Signal erreiche ich eine große Anzahl von Menschen. Die Kommunikation zwischen den Siedlungen wird verbessert, wir können mehr Rekruten anwerben und die Stadt verteidigen. Und es wird einfacher, die überlebenden GRE-Ärzte zu finden, die sie suchen. Ich werde meinen Teil beitragen, aber welche Garantie habe ich, dass Sie mir danach helfen? Vertrauen Sie mir etwa nicht, Aiden? Ich bin noch nicht so lange hier, aber ich merke schon, dass Versprechen in dieser Stadt selten gehalten werden. Wenn wir keinen der GRE-Wissenschaftler finden, verspreche ich Ihnen, Walts für Sie zu schnappen. Sie arbeiten mit Lawan. Das lässt mich vermuten, dass Sie auch nach ihm suchen. Okay, ich bin dabei. Gut. Der Schlechter hat einen Grund für seinen Angriff. Ich will sicher gehen, dass diese Stadt sicher ist. Um jeden Preis. Alles in Ordnung, Sir? Mayer wird Ihnen unseren Plan erläutern. Begeben Sie sich sofort zu ihr. Oh, und Aiden. Sie müssen mich nicht Sir nennen. Freunde nennen mich Jack. Okay. Jack. Okay, jetzt sind wir also schon Freunde. Und wenn wir Freunde sind, dann sag mal, du bist doch wahrscheinlich infiziert oder so, ne? Aiden, was wollen Sie, mein Sohn? Er sieht's mich, weißt du? Diese Abtrünnigen scheinen ja überall zu sein. Nicht mehr lange. Sobald wir den Transmitter auf dem VNC-Turm platziert haben, wird sich der Schlechter zurückziehen müssen. Ich bin nicht sicher, ob das so einfach sein wird, Jack. Einfach? Ich habe gehört, Sie leisten herausragende Arbeit, um die Stadt von Ratten zu befreien. Glauben Sie, Sie suchen möglicherweise etwas im Stadtzentrum? Sie kommen immer wieder, aber nicht wie ein organisierter Angriff. Natürlich ist das nicht organisiert. Sie werden von einem Wahnsinnigen angeführt. Wenn Williams wirklich verrückt ist, warum hat er die Stadt dann nicht einfach mit dem giftigen Wasser geflutet, statt immer wieder Überfälle zu starten? Verrückt ist der, der Verrücktes tut, Aiden. Obwohl er es sehr einfach tun könnte, ist die Zerstörung der Stadt nicht sein Ziel. Zumindest nicht auf einen Streich. Indem er blutrünstige Abtrünnige entsendet, schafft der Schlechter einfach nur Chaos um des Chaos willen. So sind die guten Menschen in der Stadt vor Angst gelähmt, während er dort oben mit seinen scheißweißen Handschuhen thront und klassischer Musik lauscht. Das klingt für mich ziemlich abgefuckt. Aber mit unserer Aufklärungskampagne können wir seinen Terror aushebeln. Deshalb ist es so wichtig, den Transmitter zum Laufen zu kriegen, damit die Leute erkennen, wer der wahre Feind ist. Dann können wir uns angemessen verteidigen. Nichts.
Ich glaube, ich weiß alles, was ich wissen muss. Okay. Na dann, viel Glück. Ja, ich bin dann mal, ne? Okay. Hast du schon die ganze Zeit Nacht gehabt? Ah, ist aber Tag. So wie ich. Eieiei. Junge, Junge, Junge. Jetzt hat's mich aber erwischt. Landratten wie du sind hier. Landratten wie ich. Oh, du hast einen Level 7 Bogen. Wie ich echt im Charme, oder? Und jetzt sogar Alkohol. Oh, ja. Da kommen wir uns den Bogen. Level 7 Bogen ist, glaube ich, ganz cool. Zack. So. Winter, dann tausche mal den. Eine Fähigkeit? Ne. Ja, ein deutliches Upgrade, würde ich mal sagen, ne? Gut, haben wir das schon mal. Hier. Aufstellen war es eigentlich nicht, ne? Aufputschmittel, na gut. Mich gerne mehr aufputschen können, aber. Leider. Ist dafür. So, blub, blub, blub. Okay. Ganz einfach cool, dass ich einfach instant meinen Gleiter aufwerten konnte, ne? Ich habe einfach meinen Gleiter schon auf Maximum. Aber nur, weil ich diesen Glitch auslöse. Das kann doch alles nehmen. Wir haben eine UV-Taschenlampe, müsste noch sein, ne? Der Enterhaken. Was gibt's denn noch? Irgendeins gibt's ja noch, scheinbar. So, was haben wir hier? Ach so, das haben wir bekommen. Ach, das gibt's auch nur einmal. Auch direkt schön abgegradet, Anführungszeichen. Waffrung wütend und erhöht die Widerstandskraft und den Schaden von Nahkampfwaffen. Eigentlich ganz nett, oder? Eigentlich ganz nett. Jetzt sehen wir mal. So, gut. Dann haben wir noch den Knallstock. Den kann man auch nicht upgraden, schön. Ich upgrade den Knallstock. Irgendwo da unten. Ist auch noch was, okay. Ja. Hier kannst du gerade in die Gefängniszellen rein. Oh. Oh, sitzt du hier? Wann habt ihr alle eigenes Licht? Hä? 3 Meter. Rein oder was? In die Nebenquest. Ah, guck mal hier. Marker ist ein bisschen komisch. Okay, was haben wir hier? Okay. War noch nie. Okay. Wo bin ich hier? Wem gehört das Quartier hier? Okay. Ja. Auf jeden Fall Logik aus. Bin ich wieder hier. Okay. Oh, das Plakat ist am Fliegen, cool. Gibt sogar einen Aufzug, okay. Bin ich hier? Hier bist du richtig. Bin ich? Oh, hier, Knallstock, Stufe. Und upgraden. Hä? Ich verstehe es nicht so ganz. Kann ich dann das Aufputschmittel auch upgraden? Was mich wütend macht. Nö, scheinbar nicht. Hä? Ganz so gut. Ich brauche echt noch einiges an Typen. Ach, geht doch noch. Ha! Gott sei Dank.
Macht schon. Benutzt dämlich dafür. Oh. Mann! Zu doof. Fingerkoordination à la Fio gibt's nicht. Nee. Da gefühlt ist es schwieriger geworden. Ich hab's jetzt nur einmal geschafft, ne? Ja? Nee, warte, ich hab's. Ja, nee, sie haben's doch gefixt. Oh nee. Ja, ich hab gerade ausgegeben. Oh, sie haben es tatsächlich doch gefixt. Mm. Man nennt uns nicht umsonst Nachschub. Mich hier raus, ey. Ich wüsste, ich würde gerne diese Nebenmission haben. Aber irgendwie nee. Dass einige der Männer des Schlachters Appetit auf Menschen. Ja, yeah, Menschenfleisch. Mm. Okay. Verstehe ich nicht, aber gut. Ja. Doof gelaufen, würde ich mal sagen, gerade, ne? Upgrades und so. Hm. Einiges an Waffen hier drin liegen. Kann ich noch neue machen? Oh, konnte ich wirklich. Zack. Okay. Zack. Okay. Und jetzt haben wir es hier drin, ne? Ja. Ganz viele Ersatzwaffen noch. Nice, nice, nice. Ich habe das getan nochmal mit hier. So. Zack, die Axt ist eigentlich auch mal geil, ne? Eine Stumpfwaffe wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Ganz bei voller Gesundheit. Bei 11 einfach nehme ich die mit. So. Fleisch entwickelt haben. Ja. Unser Commander hat keine Gnade. Was hat ein neuer Commander? Er hat keine Gnade, er hat gar nichts angeblich. Okay, cool. Aber wo geht's hier hin? Ja, sowas habe ich erwartet. Juan würde lieber seinen Kaviar genießen, als sich um die Lappenauslieferung zu kümmern. Sowas hätte ich erwartet hier. Oder die Lampen hier oben. Was ist denn mit den Dingern, ey? Machen die einen Lärm? Jeder sein eigenes Lichtlein, damit er sich nicht verwandelt? Hier so viele infiziert sind vielleicht? Alter, was soll's, wenn ich eine Frau ab- ich hab nur das hier gesehen gehabt, ne? Stimmt. Vielleicht die Klos aufgebaut hier, ey. Krass. Was sah du das? Hm. Na gut, So. Mal Alkohol für mich? Alkohol? Ne, hat nix Alkohol. Schade. Okay. Dann gehen wir halt hier raus, weil irgendwie finde ich die Mission ja auch nicht hier. Ich geh zwar hier hin. Ja, auch niemanden. Ich muss erst noch ein bisschen Zeit vergehen oder so. Geht's raus? Ist noch ein Item? Ein bisschen peinlich. Was ist dir peinlich? Ja. Hauptsache, um zu wissen, wie der Feind aussieht, oder was? Okay, halt, hier ist ein Ausgang. Ist ein richtiger Ausgang oder einfach nur so? Oder ist einfach nur so markiert? Okay. Wir gehen hier oben raus, ne? Kann ich dir helfen? Was scheint hier? Matt schickt mich. Ja, er wollte, dass ich dir das hier gebe. Eine kleine Belohnung dafür, dass du uns Peacekeepern geholfen hast. Eine UV-Taschenlampe. Könnte von Nutzen sein. Danke. Er erwähnte einen Plan. Der VNC, Tom. Jetzt, wo die Lichter an sind, können wir über die TV-Antenne eine Mobilmachung verkünden.
Aber zuerst müssen wir auf die Spitze gelangen. Und das ist ein weiter Weg. Was willst du wissen? Erzähl mir mehr über diesen Radiosender auf dem Turm. Es ist das höchste Gebäude in Villedor. Es war einst das Symbol für die Größe der Stadt. Jetzt ist es ein Symbol für ihren Untergang. Warum sagst du das? Diese Antenne könnte die Stadt wieder zusammenbringen. Aber wenn jemand darauf geht, um sie einzuschalten, rate mal, was dann passiert. Nichts Gutes, denke ich. Verdammt richtig. Das Leuchtfeuer, das die Stadt erhellen könnte, ist eine Todesfalle. Wir hoffen, dass das dieses Mal nicht so ist. Wir werden sie mit UV-Lampen beleuchten. Was macht sie so gefährlich? Da drin ist ein Schattenjägernest, glauben wir. Es ist die größte Dark Zone in der Umgebung. Einst versuchten Nightrunner, sie zu erobern. Sie wollten die Antenne benutzen, um die einzelnen Gruppen von Überlebenden miteinander zu verbinden, den Menschen Hoffnung geben. Aber sie kamen nicht einmal in die Nähe der Antenne. Und am Ende wurden die Nightrunner ausgelöscht. Ausgelöscht? Du meinst jeder einzelne Nightrunner? Das ist das Problem. Frank hatte alles genau geplant. Aber damit sein Plan funktionieren konnte, brauchte er jeden Einzelnen. Alle Mann an Deck. Und das passierte nicht? Nicht alle glaubten an den Plan. Also gab es ein Zerwürfnis. Frank dachte, sie würden sich mit der Zeit besinnen, aber am Ende besannen sich eben nicht alle. Der Plan ging den Bach runter. Es war grauenvoll. Wer in jener Nacht die Schreie der Nightrunner über Funk hörte, hat noch heute Albträume davon. Was passierte mit der Gruppe, die sich weigerte, an der Mission teilzunehmen? Hat sich aufgelöst. Verschwand. Wer den Zwiespalt entfachte, wurde als Verräter gebrandmarkt. Und jetzt sind die Nightrunner nur noch ein Schandfleck der Geschichte. Wir sollten unsere Zeit nicht mit der Vergangenheit verschwenden. Wir müssen mit unseren Gedanken im Hier und Jetzt sein. Okay, los geht's. Sind die Scheinwerfer in Position? Das wären sie, wenn Juan vom Nachschub mal seinen Job machen würde. Und das hat er nicht, nehme ich an. Er spielt schon seit Tagen Verstecken mit mir und ist viel zu spät dran. Geht mir auf die Nerven. Sieh also erstmal nach, wo sich Juan rumtreibt und was da los ist. Und wenn du ihn findest, dann tritt ihm kräftig in den Arsch. Mit schönem Gruß von mir. Zeit zu handeln. UV-Taschenlampe. Wir haben nur als Wurf. Was? Hä? Oder können wir die upgraden? Wahrscheinlich können wir die upgraden. Ah, wir können sie upgraden, okay. Sie haben eine UV-Taschenlampe erhalten. Sie ermöglicht das, ihnen alle Infizierten zurückstoßen und zu schwächen, insbesondere Befallene und Schattenjäger. Zur Nutzung der UV-Taschenlampe drücken Sie Leb und außen halten Sie L2 gedrückt, um sie zu benutzen. Halten Sie die Energie der Taschenlampe im Auge. Wenn Sie 0 erreichen, müssen Sie abwarten, bis der Akku wieder geladen ist. Sorgen Sie dafür, dass Infizierte im Kegel der UV-Lampe bleiben, bis sie zu Boden fallen. Das macht sie für eine Sekunde verwundbar. Nutzen Sie die Gelegenheit, um anzugreifen. Okay, cool. Ah ja, hab ich mir gedacht, wann ist die Nebenmission? Okay. Dann kann ich das wegmachen. Ich würde gerne. Ja, wir können es ruhig wegmachen. Da, da unten war ja auch nochmal, ne? Genau. Dann gehen wir ihm halt in unsere Vorderschrank. Hoffentlich geht das. Ja, warum ist es jetzt hier so dunkel? Alter. Ich war einfach nur noch Darkness hier. Ach komm, was ist denn passiert? Hier sind plötzlich Leute. Es tut höllisch weh. Okay. Ach, jetzt sind wir hier. Ich suche nach Juan Reyna. Du scheinst nicht in seinem Terminplan zu stehen. Es ist dringend. Der Commander hat mich geschickt. Also hat Monsieur Jacques dich geschickt? Jacques? Jacques Matt. Monsieur Reiner ist nicht ihr. Ich kann eine Nachricht aufnehmen. Nein, ich muss persönlich mit ihm reden. Wo ist er? Leider kann ich nicht helfen. Wo Monsieur Reiner ist, ist seine Privatsache. Warte, wenn es sein muss. Sonst noch was? Ich warte, auch wenn mir das gar nicht passt. Was treibt denn Boss denn so in seiner Freizeit? Monsieur Reiner ist ein echter Connoisseur der feinen Dinge im Leben. Essen, trinken,
Und so ziemlich alles, was auf zwei Beinen geht. Befindet er sich jetzt gerade in der Nähe dieser sogenannten feinen Dinge? Vielleicht kann ich ihn dort finden. Ein netter Versuch, aber nein. Ich kann nichts sagen. Matt wird nicht glücklich sein. Juan kümmert sich nicht allzu sehr um die Gefühle des kleinen Majors. Komm gerne wieder. Okay, du Pseudo-Französin. Na, Juan? Oh. Lebst du dich ein in der Stadt? Ich arbeite daran. Warum ist es hier so Maya fucking finster jetzt? Maya und Jack haben mich zum Nachschub geschickt. Interessanter Haufen. Anders als der Rest der PKs, die ich getroffen habe. Warum sind aber jetzt die Leute? Das könnte daran liegen, dass sie keine PKs sind, Adlerauge. Das Geschäft ist ihr wahrer Glaube. Verstehe. Wie auch immer. Ich kann ihren Boss nicht finden. Ah, hier. Juan? Ach, weißt du, der macht sich gerne rar. Lungert wahrscheinlich beim Fischauge rum. Die Kantine? Der clevere Bastard hat sogar einen eigenen Tisch da. Besticht den Koch, um Dinge zu bekommen, die nicht auf der Karte stehen. Er lebt, als wäre der Untergang nie gewesen. Ich werde dort nach ihm suchen. Viel Glück bei der Suche. Und viel Glück, wenn du ihn gefunden hast. Warum arbeitet sie jetzt doch wieder mit uns zusammen? Eine Kurzscheibe, das 1470. Ich bin Albert. Und nach dem, was ich höre, bist du Eden. Dir eilt ein ziemlicher Ruf voraus, mein Junge. Es heißt, du seist furchtlos und läufst nachts quer durch die Stadt, als sei es mitten am Tag. Und das glaubst du alles? Zuerst habe ich es nicht geglaubt, weil ein Pilger immer irgendeine finstere Vergangenheit hat. Ein Bandit, Rebell, Gesetzloser. Aber nach dem, was man sich über dich erzählt... Ich bin mir sicher, dass das, was du gehört hast, übertrieben ist. Unsinn, mein Junge. Ich habe da etwas, das du vermutlich nicht so häufig in die Finger bekommst. Glaube. Der Glaube an dich. Ich wäre vorsichtig damit. Es ist keine Zeit, um vorsichtig zu sein, mein Junge. Ich glaube, dass du mit deiner Stärke, deiner Entschlossenheit und deinem Mut Schätze von unermesslichem Wert bergen kannst, bevor sie auf ewig verloren gehen. Bevor die Menschheit unwiderruflich in ein intellektuell und philosophisch dunkles Zeitalter abstürzt. Also, Bücher. Hier geht es nicht um irgendwelche Groschenromane, Junge. Ich spreche über die größten literarischen Werke, die die Menschheit seit ihrem Anbeginn geschaffen hat. Die großartigsten Denkschriften, philosophische Abhandlungen, Werke voller Romantik, Drama und Horror. Und alle dienen dazu, die Menschheit selbst zu erleuchten und zu erbauen. Verlieren wir dieses Erbe, wirft uns das auf das Niveau von Höhlenmenschen zurück, die sich bestenfalls über wildes Grunzen ausdrücken, während sie primitive Figuren in Wände ritzen. Klar. Wie kann ich helfen? Bitte arbeite mit mir zusammen. Finde und sichere diese Schätze. Ich habe Nachforschungen zu den örtlichen privaten Buchsammlungen angestellt. Falls ich richtig liege, befinden sich in der ganzen Stadt zahlreiche unbezahlbare Bände. Natürlich wurden viele Bewohner von diesen grauenhaften Kreaturen der Nacht infiziert. Und da kommst du ins Spiel. Nimm diese Liste. Jeder Titel darauf entspricht einer der vielen Facetten der Menschheit. Wenn du sie nicht rettest, trübt sich der Diamant der Menschheit und zerspringt wie billiges Glas. Denk daran, wir sind nicht nur Kreaturen aus Fleisch und Blut, sondern auch aus Geist und Ideen. Ich beauftrage dich mit der Rettung des Geistes der Menschheit. Wow. In Ordnung. Was? Dann mache ich mich auf den Weg. Und jetzt gehst du einfach. Du erinnerst mich sehr stark an den einen Tüftler, den wir schon kennengelernt haben. Der gestorben ist. Buchclub 1. Ach du meine Güte. Das heißt so viel wie, es wird mehrere Buchclubber geben. Buchclubs. Ebenso. Schön, mit dir zu reden. So. Danke. Hey du. Willst du wieder in die Und da ist es. Warte. Möglicherweise nicht. Hauptsache jetzt ist hier, weißt du, die ganze Zeit war hier kein Leben und jetzt ist hier plötzlich alles voller Leben. Diese Logik, weißt du? Aber Hauptsache alles ist voll finster geworden. So, kann ich meinen Gleiter upgraden? Verstärkung. So viel Mods. Ja, irgendwie aber nicht, ne? Ich kann meine Vortaschenlampe upgraden. Wie kann ich die upgraden? Zimmer. Ach, da.
Touch. Touch. So. Gibt's die größte Auswahl? Haben wir so abgehört, weil irgendwie war die Icon gerade auf 1 und auf 2 nur. Ja, haben wir auf Maximum jetzt kurz. Yay, yeah, fehlt auch der Greifhaken und ich weiß nicht was. So, C4 haben wir nochmal ein bisschen was gekriegt. Gut. Ja, die will ich noch upgraden, dafür brauche ich Stuff. Ich muss Infizierte töten. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir hier weiter. Also, haut rein. Ciao, ciao.